Hallo und willkommen zum heutigen Workout. Mein Name ist Marcel und ich führe dich heute durch das ganze Workout durch. Wir haben heute ein besonderes Workout. Es geht ganz schnell, 15 Minuten mit 15 Übungen. Wir haben jede Übung Belastungszeit von 40 Sekunden, 20 Sekunden Pause. In der Pause zeige ich euch die nächste Übung vor und dann geht es gleich weiter, 40 Sekunden lang mit der Übung. Und das ziehen wir in einem durch, eine einzige Runde. Es wird easy anfangen, wird dann aber eher anstrengend. Das heißt, bereitet euch schon mal mental vor. Ich hoffe, ihr habt euch aufgewärmt. Wenn nicht, dann klickt nochmal auf das Aufwärmvideo auf unserem Kanal. In der ersten Übung starten wir ganz unten mit Wadenhebern. Und zwar gehen wir auf die Zehenspitzen und wieder hinunter, ganz easy. Wenn ihr das Gleichgewicht nicht halten könnt, sucht euch ein Stück Wand, bringt den Gegenstand, wo ihr euch festhalten könnt. Geht nach oben und wieder hinunter, 40 Sekunden, starten in 3, 2, 1 und go. Wenn ihr oben seid, auf den Zehenspitzen noch einmal die Waden aktiv anspannen, hoch und wieder hinunter. Die Belastung ist dabei auf der großen Zehe. Sehr gut. Wir können bei jeder Übung ruhig 100% geben. Wir machen sie nur ein einziges Mal. 40 Sekunden lang. Wir haben noch 10 mit dieser Übung. Und hoch. Pause. Sehr gut. Ausschütteln. Die nächste Übung. Squats. Ich fange schon an zu schwitzen. Es geht bei mir aber leicht. Nächste Übung. Squats. Kniebeuge, gehen runter, Gewicht auf die Ferse verlagern, gerade Oberkörper und dann wieder hoch. 3, 2, 1 und go. Wie gesagt, wir können 100% geben, deswegen das Tempo etwas erhöhen. Trotzdem aber auf die Ausführung achten. Gewicht auf die Fersen verlagern, darauf schauen, dass die Knie nicht über die Zehenspitzen schauen. Oberkörper aufrecht. Und regelmäßig atmen. Noch 15 Sekunden. Zehn. Zwei. Eins. Und Pause. Ausschütteln. Wir kombinieren die letzten zwei Übungen. Das heißt, wir gehen in den Squat. Hoch auf die Zehenspitzen. Gleichgewicht halten. Und dann wieder hinunter. Starten in 3, 2, 1 und go. Runter und hoch. Runter, runter und hoch. Runter und hoch. Sehr gut. Rauf auf die Zehenspitzen. Sehr gut, Leute. Noch 15 Sekunden. Und beiß. Noch 5. Und Pause. Ausschütteln. Als nächstes Squat Jumps. Kniebeuge und Sprung. Kniebeuge, Sprung. Tief durchatmen. 3, 2, 1 und go. Sehr gut. Bei der Landung das Gewicht direkt auf die Fersen verlagern. Sauber, Leute. Wir haben noch 15 Sekunden. Durchhalten. Und durchhalten. Gleich vorbei. Und aus. Sauber. Ausschütteln die Beine. Wir gehen auf den Boden. In die Glute Bridge.
Ein Bein ist in der Luft. Rauf und runter. Start mit 5 Sekunden. 2, 1 und go. 40 Sekunden auf jeder Seite. Falls ich nicht dazu gesagt habe. Hüfte ganz weit nach oben bringen. Und wir schauen, dass wenn die Hüfte hochgeht, die Fersen am Boden bleiben. Also nicht auf die Zehenspitzen hoch, sondern wirklich Fersen am Boden lassen. Druck sogar auf die Ferse verlagern. Noch 2, 1 und Pause. Ausschütteln. Andere Seite, gleiches Spiel. Mach noch ein bisschen Pause. Durchatmen und aber wieder bereit machen. Starten in 3, 2, 1 und go. Hoch mit der Hüfte. DJ Big Belly Boy. Sauber. Genau in dem Tempo weitermachen. Hälfte ist schon vorbei. Sauber, noch 5. Und aus. Ausschütteln. Als nächstes gehen wir in die Bridge. Beide Füße bleiben am Boden. Und wir machen Schritte. Nochmal den Schweiß wegwischen. Dann geht's los in 2, 1 und go. Schritte machen, Hüfte oben lassen. Pobacken anspannen. Schulterblätter zusammen. Sauber. Noch 15 Sekunden. Hüfte wieder nach oben nachkorrigieren. Die letzten 5. Und aus. Sauber. Als nächstes. Eine unserer Lieblingsübungen. Der Boogie Boogie. So, kommen die Beine hoch. Unterm Hintern ist Platz. Und wir wackeln mit dem Hintern nach links und nach rechts. Starten in 3, 2, 1 und go. Kopf ist in der Luft, Arme am Boden oder an der Schläfe. Sauber. Hälfte. Und wir werden schneller. Letzte Sekunden, komm, noch 5. Und aus. Sauber. Nächste Übung. Beine sind in der Luft. Crunch. Und hinten, hinter den Beinen, treffen sich die Finger. Starten in 2, 1 und go. Schaut, dass ihr nicht ruckartig den Oberkörper nach oben bringt, sondern kontrolliert. Wenn der Oberkörper nur bis hierhin geht, dann geht er nur bis hierhin. Wichtig ist, dass ihr nicht anfangt, ruckartige Bewegungen bei diesen Übungen zu machen. Noch 5. Ja, genau. Und aus. Sauber, Leute.
Als nächstes Liegestütz. Muss ich glaube ich nicht viel erklären. Hände direkt unter die Schulter, Beine gestreckt oder Knie am Boden lassen. Und dann machen wir ganz normale Liegestütze. Machen wir uns bereit. 3, 2, 1 und go. Bauch anspannen, Hohlkreuz vermeiden. Ihr wählt euer Tempo, dass ihr 40 Sekunden lang durchhalten könnt. Sehr gut. Hälfte ist vorbei. Und den Bauch mit anspannen. Noch 10.
eins und go. Kleine Schritte machen. Versucht Hände und Füße gleichzeitig und diagonal anzuheben. Noch 15. Zehn. Und aus. Letzte Übung für heute. Wir drehen den Spieß um und gehen jetzt einmal so vor und zurück. 3, 2, 1 und go. Letzte Übung, Leute. Auf geht's. Kleine Schritte auch hier. Diagonal, Schultern weg von den Ohren, rausdrücken, aus den Schultern. Elfte ist schon vorbei. Noch 10. Und aus. Fertig. Das war's für heute. 15 Minuten von unten nach oben trainiert. Richtig, richtig gut gemacht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.